Recording starten. Ich lasse absichtlich dieses Mal das Headtracking aus, weil sich ja Gustav mit Gasthof nicht so verträgt. Obwohl, das kann man nachher vielleicht auch nochmal ausprobieren. Egal, ich starte jetzt erstmal. Ist doch ja, ich kann schon gar nicht sehen, ob die Controls zusammengehängt sind, ob die connected sind, weil ich ja ohne Headtracking nichts sehe. Ja, sie sind connected. Ich glaube, ich sollte das Headtracking zumindest starten, damit ich bei Bedarf zwischendurch immer einfach mal eben hin und her schalten kann. Oh, Start. Wunderbar, es läuft. Und jetzt kann ich hier sehen, ob es auch hier läuft. Ja, es läuft. Es läuft. Jawohl, es läuft. So, und jetzt mache ich die Bremse weg und Gas rein und dann gucken wir weiter. Ja, Morgenkamera brauchen wir heute eigentlich mal nicht, aber was soll's. Ich glaube, ich habe sie eingeschaltet. Mit ordentlich Anlauf erkläre ich euch, worum es eigentlich geht. Ich meine, das ist ja immer schön zu wissen, wenn man weiß, worum es eigentlich geht. Gelle? So, 80 Knoten, reicht das? Alle hüpf? Ja, es reicht, wunderbar. So, was haben wir hier? Also normalerweise... Ach, die reagiert aber schön langsam. Ist natürlich jetzt für das Testen von dieser Experialistik-Geschichte vielleicht gar nicht so schlau. Aber was soll's? Also, was haben wir hier eigentlich? Oh, erstmal den Kopf ein bisschen höher machen. So, normalerweise bleibt das Armaturenbrett unter dem Bild ständig so wie hingenagelt. Ne? Also wenn sich irgendwas bewegt, bewegt sich das Armaturenbrett normal nicht. Dafür sind Programme wie XP Realistic und natürlich auch, oh, ich muss mal nach vorne trimmen, ne? Junge. Und Review zuständig. Und das heißt also, normalerweise ist das ganz stur. Ich glaube, ich kann das auch machen. Ich habe hier den Plugin-Manager, mit dem kann das hier so ein- und ausschalten, wie es einem gerade passt. Real View habe ich schon abgeschaltet, genau. Und XP Realistic Pro schalte ich jetzt auch mal ab. So, wenn ihr jetzt das Armaturenbrett betrachtet, kann ich hier fliegen wie die gesenkte Sau. Und nichts bewegt sich. Das ist Standard XP, ne? Das ist normal. So ist es eigentlich immer. Aber der Mensch neigt nicht dazu, den Kopf so zu lassen, sondern er neigt sich zu bewegen. Ich schalte jetzt mal über, wieder zurück zu Real View. Oh, da denkt danach. So, wenn ich jetzt mich hier bewege, dann seht ihr, dass das Cockpit sich bewegt. Warum bewegt sich das so? Ganz einfach, weil der Mensch neigt dazu, den Kopf gerade zu halten. Wenn ich also jetzt in eine Kurve gehe und ihr behaltet hinten den Horizont so ein bisschen im Auge, dann werdet ihr feststellen, dass der Kopf sich nicht mit dem Flugzeug wirklich mitdreht. Das ist einfach typisch menschlich. Also ein bisschen schon, aber eben nicht so ganz doll. Und rauf und runter natürlich dasselbe. Und dann gibt es das auch noch für Motorvibrationen und so Schnickschnack. Also das mache ich jetzt nicht, weil dann kriege ich hier, also von meine Augen an, mit zu klappern. Naja, und das hier ist X, wie heißt es hier, ist Real View, genau, was ich die letzte Zeit ja auch schon hatte. Aber das verträgt sich nicht sonderlich gut mit dem Headtracking, das ich jetzt wieder einschalte. Das heißt, hier läuft noch alles gut, aber wenn ich mich jetzt in eine Kurve lege, dann sollte es anfangen zu ruckeln, und zwar wie blöd. Ja, da sehen wir es schon, ne? Dieses Gezappel, dieses Hinterhergehinke, das ist unangenehm, nicht schön. So. Jetzt schalte ich nämlich Real View, genau, schalte ich es wieder ab. So, Headtracking bleibt aber an, ne? Ihr seht also, vom Headtracking alleine kommen auch diese Stotterdinger nicht. Jetzt mal ruckeln darf das sein, weil ich nutze hier die Grafikkarte wirklich bis zum Anschlag aus. So, jetzt schalte ich XP Realistic Pro mal ein, zack. Jetzt gucke ich mal hiermit. Also... ich glaube, ich sollte ein bisschen mehr Gas geben, ne? Ja. Ja gut, ich habe ganz dick Stecker gekriegt. So, wenn ich jetzt in die Kurve gehe, da ruckelt schon mal nichts. Das ist schon mal toll. Ich muss dazu aber sagen, dass Real View ja auch ständig die neue Version ankündigt, wo dieses ganze Geruckel raus ist.
weil es dann speziell angepasst ist für IR-Track, heißt es, nee, Track-IR heißt es, und eben Open-Track, weil das viele nutzen und viele haben sich beschwert. Jetzt arbeiten sie zusammen mit den Entwicklern dieser Tracking-Programme, um dann alles hinzukriegen. Und ich muss sagen, also XP Realistic Pro, wovon ich im Moment gerade die 7-Tage-Trial-Version benutze, also da ruckelt nichts, jedenfalls nicht mehr als sowieso schon ruckelt durch Grafikkarte. Ich schalte das Headtracking nochmal eben ab. So, kein Headtracking mehr. Ja, also auf jeden Fall wird das Geruckel auch nicht mehr durch Headtracking. Da sieht das ja aus wie eine Lösung. Ich bin jetzt darauf gekommen, weil ich hatte im explain.org Forum, was ich ja kräftig verfolge, da gab es jemanden, der fragte, oh, ich möchte eventuell RealView, aber vielleicht auch X Realistic Pro. Und alle Antworten, ja, und welches von beiden war besser, fragte er, und alle Antworten hießen XP Realistic Pro, by far, alles viel besser, viel toller, viel grüner. Ja, also bis jetzt könnten sie recht haben. Wie war das noch? Irgendwie hier gibt's XP Realistic Pro, probiere ich gerade zum allerersten Mal selber aus. So, also hier sieht schon mal aus, das ist praktisch alles, was man einstellen kann hier. Also jeden Scheiß kann man einzeln einstellen. Als erstes habe ich Motor Vibration abgeschaltet. Oder Engine Vibration heißt es hier. Ich schalte es mal wieder an. Ah ja, im Fluge merkt man es nicht so, aber wenn man auf einer Runway steht, dann zappelt das wie wild. Also man müsste da eine ganz leichte Vibration erledigen. Ich sehe eigentlich die Notwendigkeit nicht. Engine Startup könnte ich mir vorstellen, dass es wichtig aussieht. Man kann Profile einstellen, das kann man bei dem anderen auch. Es gibt Settings, das kann man bei dem anderen auch. Bla 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 bla. Ihr seht hier unten, da taucht eben noch die Binau-Version auf, weil das ist ja noch die Testphase hier. Ja, ja, das war das. Ne? So sieht das aus, das Setting hier. Wenn ich jetzt XP Realistic Pro wieder ausschalte, hoffentlich ohne mich bei meiner Zunge zu verbiegen, gehe dann zu RealView rein und gehe dann da mal auf Setting. Wo war das noch? Oh, hier oben, nein. RealView? Wo ist RealView? Wo ist RealView hin? Hallo? Ach, da unten. Ja, da kennt ihr. Das sieht ja so aus. Also pauschal, man kann nicht jede einzelne Funktion belegen, man kann diverse GeForce-Geschichten machen, also das praktisch das auch auf Länge mal Breite mal. Das könnte ich eigentlich mal aktivieren. Ich habe es bis jetzt ja eigentlich nur deaktiviert, weil Active Motion, ich habe nicht meine Ahnung, was das ist, weil ich immer dachte, das hänge irgendwie zusammen mit dem Gestottere, aber es war ja in Wirklichkeit Touchdown-Effekt, könnten wir auch mal aufhören. Weil ja in Wirklichkeit diese Inkompatibilität mit dem Headtracking. Also, hoi und hui und überhaupt, würde ich sagen, wir fallen einfach mal kontrolliert runter. Oh, habe ich hier. Sehr schön, ich habe gerade automatisch auf Reverse Fast geschaltet. Gucken. Oh, mein Headtracking ist schon wieder aus. Nee, ne? Doch, ich hatte Headtracking offenbar abgeschaltet. Ich schalte es jetzt nochmal ab. Weil ich will hier unverfälscht gucken hier. Es ist jetzt gerade schief, weil ich die Grafikkarte durcheinander gebracht habe. 200 50 40 30 20 10. Och ja, ich finde, das sieht glaubhaft aus. Wir haben jetzt mal ab, um das Motor vibrieren nochmal zu sehen. Also jetzt hier von Review. So, wir kommen jetzt zu was? Und zu was kommen wir? Zum Stehen. Mit was, ohne was darf wer nicht über was gehen? Ist doch klar, mit brennender Pfeife, ohne Pfeifendeckel darf der Soldat nicht über den Kasernenhof gehen. Wir machen mal eben die Welt wieder gerade. Wir rücken hier mal was zurecht.
Es kann durch das Headtracking passieren. So, vibriert irgendwas? Nö, ne? Okay, das ist also jetzt Review gewesen. Machen wir wieder aus. Einer gewissen Gedenksekunde. XP Realistic Pro. Ah! Okay, da musste er erst drüber hinwegkommen. So, ist das jetzt das Motto vibrieren? Ich wollte es euch ja mal zeigen, weil es mir ein bisschen viel war. XP Realistic Control Panel. Engine Vibration. Ja, das ist jetzt Engine Vibration. Ja Gott, guck mal, wenn das jetzt runterdreht, ne? Acceleration. Ach so, Acceleration, verstehe. Jetzt mal Gas gebe. Nee, gefällt mir nicht. Gefällt mir absolut nicht. Aber egal, Engine Startup, ja, das könnten wir mal versuchen. Nochmal bremsen, Motor aus. Turboprops, ne, den Drehzahlen, das braucht immer seine Zeit. Aber guck mal, interessant ist auch immer Sound, dass sie sich in die Soundgeschichte mit einmischen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das für einen Effekt jetzt bewirkt. Muss ich einfach nur raten. Ich schalte jetzt einfach mal den Engine Start Effekt mit ein. Und dann starten wir mal den Engine, ne? Ach, ich bin im Startknopf hier, richtig. Ja, also sehr echt wirkt es irgendwie nicht, finde ich, aber es ist lustig. Na, Movement kann man hier offenbar einstellen. Ich würde mal sagen, weniger Movement haben. Also es gefällt mir schon gut, muss ich gestehen. Komm, wir fliegen nochmal eben in die Luft. Ja, Headtracking mache ich mal wieder an, absichtlich. Damit ich hier überall rumgucken kann. Guck mal, das zum Beispiel finde ich drollig. Mal gucken, hängt das hier mit meinem... Ja. Das ist der Nachteil bei diesem Side-Tech-Yoke. Also ich habe den... nicht den Side-Tech-Yoke, der Quadrant, ne, den Quadrant. Den hatte ich früher mal, den Yoke mit dem Quadranten. Der fühlte sich recht gut an. Dann habe ich ja irgendwann das ersetzt alles und habe jetzt den extern mit dem eigenen USB-Controller, den Quadranten, und den finde ich jetzt nicht so prall, ne, vom Feeling her. Jetzt muss ich tatsächlich nochmal hier den Offset resetten. Das Problem hatte ich jetzt relativ lange nicht mehr. Ob das irgendwie zusammenhängt, wir werden es nie erfahren, oder doch? Mal gucken. Ja, das ist aber gut, wenn man so Maschinen hat, die man auch irgendwo in der Pampa starten kann, wo nicht unbedingt Beton unten drunter sein muss. Ja, die nehmen auch die eine oder andere Misshandlung nicht gar so krumm. Und sie fängt ganz von selber an zu fliegen. Wie sieht das mit Trimmung aus? Alles gut. Ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal bei XP Realistic. Kostet $34 oder so. Also. Ja, und jetzt glaube nicht, dass das zurzeit billig zu haben ist. Es gibt ja immer diese Sales, und der Summer Sale, der war jetzt gerade. Und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob das schon mit dabei war. So, jetzt wisst ihr was? Wir nehmen jetzt eine andere Maschine, irgendeine, die man brutal missbrauchen kann. Eher wendig zu sein pflegt. Was haben wir denn Wendiges? Den Wendigo. Ha, ha, ha. Nein, nicht wirklich. Die Legacy habe ich längst ausmacht. Ach hier, die Machetti. Ich glaube, die hat ordentlich Feuer unterm Hintern. Bla, 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 bla. Ja, man merkt, ich bin anscheinend ein bisschen erkältet. Aber auf diese Art kann ich meine Stimme mal wieder in den sonoren Bariton fallen lassen, den man an mir so schätzt. Ja, funktioniert nur, wenn ich mit Nase dicht ist und so. Ne? Dumm gelaufen. Ich muss nachher noch zum Zahnarzt. Bis dahin sollte ich die Nase noch möglicherweise wieder frei haben. Aber ich habe immer noch eine Flaschenbürste rumliegen. Dann ist sie wieder frei. Und es juckt, es juckt, es juckt. Ah. Ach, komm, mach schnell, mach hin. Warum habe ich eigentlich die Mountainkamera noch an? Die brauchen wir doch gar nicht heute. Ja, es lädt und es
Es lädt. Das ist halt, wenn man die anspruchsvolleren Flugzeuge flugzeugen will, die brauchen immer ein bisschen länger zum Laden. Weil sie sind anspruchsvoller. Mal hin! Lassen wir es einfach an dieser Stelle mal gut sein. Ich schneide nachher einfach den größten Schnipsel der Warterei hier raus. Es hat sich halt aufgehängt. Es ist nun mal so, ja, PP, ne? Persönliches Pech.